In diesem Video möchte ich den MediaReceiver 201 mit seinem Vorgängermodell MR200 vergleichen. Der MediaReceiver 200 wurde Ende 2016 vorgestellt und schon jetzt ein Jahr später gibt es das Nachfolgemodell, den MR201. Dies überzeugt durch viele technische Neuerungen. Die Vorderseite und das Gehäuse beider Geräte ist identisch, ebenso wie die baugleiche Fernbedienung. Einer der Hauptvorteile des neuen MR201 liegt im deutlich stärkeren Prozessor. Dieser ist viermal leistungsstärker als beim Vorgängermodell MR200. Außerdem wurde der Arbeitsspeicher verdoppelt. Damit wird nicht nur die Schnelligkeit der Menüführung deutlich optimiert, sondern der neue MediaReceiver 201 ist nun auch UHD-fähig, also Ultra High Definition, vierfache HD-Auflösung und das Ganze auch noch kombiniert mit HDR für High Dynamic Range, für mehr Farbtreue und mehr Kontrast. Neben den bereits bekannten Apps wie Maxdome ist nun auch erstmalig auf dem neuen MR201 Netflix integriert. Das heißt, Sie können hier einen Probemonat machen oder Ihren eigenen Account eingeben, sich einloggen. Bei Netflix finden Sie zahlreiche Inhalte, viele davon auch mit UHD, also 4K-Qualität. An der Rückseite beider Modelle gab es einige Änderungen. Ich habe unten das ältere Modell MR200 stehen und oben den neuen MR201. Beide Geräte haben eine Netzwerkschnittstelle hier in Gelb. Beim älteren Modell ist es eine Schnittstelle mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Beim MR201 unterstützt diese bis zu 1000 Mbit pro Sekunde, also Gigabit LAN, für schnelle Datenübertragung, gerade in Verbindung auch mit UHD und 4K Fernsehen. Ebenfalls beide Geräte haben einen optischen und einen Koaxial-Audio-Ausgang. Hier können Sie ein vorhandenes Heimkinosystem anschließen. HDMI ist ebenfalls vorhanden. Beim älteren Gerät der Standard HDMI 1.4, was für HD ausreichend ist. Am neuen Modell HDMI 2.0a in Verbindung mit dem Kopierschutzverfahren HDCP 2.2, also alles, was man für 4K bzw. UHD benötigt. Hier haben wir eine USB 2.0 Schnittstelle. Am neuen Receiver sind es zwei USB 3.0 Schnittstellen. Diese sind also schneller geworden und Sie haben halt zwei Anschlussmöglichkeiten. Sobald diese demnächst freigeschaltet sind, können Sie hier Festplatten oder USB-Sticks anschließen, um Fotos oder Videos auf Ihrem TV-Gerät wiederzugeben. Wie auch beim Vorgängermodell sind beide nicht dafür gedacht, um dort Sachen aufzunehmen, denn beide Zusatzreceiver nutzen die Festplatte des Hauptreceivers, also MR400 oder MR401, mit. Hier jeweils der Anschluss des externen Netzteils und noch hier der Ein- und Ausschalter. In Summe können bis zu vier dieser Zusatzreceiver am Entertain-TV-Anschluss betrieben werden, zum Beispiel für Gästezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Partykeller. Beachten Sie dabei, dass die alte und neue Gerätegeneration nicht vollständig miteinander kompatibel sind. Insbesondere die Festplattenfunktion kann untereinander nicht genutzt werden. Wenn Sie also den MR201 nutzen möchten, sollte das Hauptgerät auch der MR401 sein. Und gleiches gilt, wenn Sie den alten MR200 nutzen möchten, dann sollte das Hauptgerät der MR400 sein. Es ist geplant, per Firmware-Update auch die Generationen der Geräte untereinander kompatibel zu gestalten. Aktuell ist dies aber noch nicht der Fall. Wenn Sie aufgrund der UHD-Unterstützung oder anderen Vorteile auf das neue Modell MR401 als Hauptreceiver umstellen möchten und aktuell noch einen MR200 in Betrieb haben, dann haben Sie natürlich die Wahl. Sollten Sie ein Endgeräte-Service-Paket der Telekom nutzen und die Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr rum sein, dann können Sie natürlich den MR200 einfach zurückschicken und sich das neue Gerät dann wieder als Endgeräte-Service-Paket bestellen. Ansonsten, wenn Sie ein Kaufgerät haben, dann haben Sie die Möglichkeit, entweder auf die Festplattenfunktion des Hauptreceivers zu verzichten, denn Live-TV funktioniert auch mit dem MR200 am MR401 und auch andere Funktionen wie Restart, nur wie gesagt die Aufnahmefunktion bisher nicht. So, ich habe den MR201 jetzt hier neben meinem Hauptreceiver MR401 zu Testzwecken installiert, um Ihnen zu zeigen, wie schnell das neue Gerät reagiert. Ich bin jetzt hier aus dem Standby-Modus und schon nach einer Sekunde etwa ist das Bild auch da. Auch die Menüführung ist sehr schnell. Ich habe hier die verschiedenen Punkte, Übersichtsmenü, dann natürlich das TV-Programm, wo ich dann in die Programmzeitschrift komme. Auch dieses Menü wird relativ schnell geladen. Dann das Thema Meine Inhalte. Hier greift das Gerät über den
Gigabit-Internet-Anschluss bzw. Gigabit-Netzwerk-Anschluss auf die Festplatte des Hauptgerätes zu. Ich kann also die Filme dann hier abspielen. Dann haben wir den Punkt Filme und Serien, also die Videothek von Videoload. Den ganzen Bereich Sport, also zum Beispiel Sky Compact über Telekom. Einen eigenen Bereich für Kinder, gerade auch weil ja das Zweitgerät oder Zusatzgerät vielleicht fürs Kinderzimmer gedacht ist. Und natürlich stehen hier alle Apps zur Verfügung. Und weitere Einstellungen können ebenfalls vorgenommen werden. Hier können Sie zum Beispiel nochmal prüfen, ob Sie die UAD-Auflösung eingestellt haben. Senderverwaltung, Stromsparmodus und so weiter. Was UAD betrifft, können Sie auch an Ihrem Fernseher, wenn Sie ein 4K-Gerät haben, nochmal schauen. Da gibt es bei verschiedenen Geräten die Geräteinformationen. Und hier kann ich prüfen, ja, an meinem Fernseher kommt ein UAD-Signal mit 2160p Auflösung und 50 Bildern pro Sekunde an. Also insofern ist hier alles richtig eingestellt. Zum Stromsparmodus noch der Hinweis, das Gerät ist auch optimiert worden, was den Energieverbrauch betrifft. Im Standby-Modus werden nur noch etwa 7 Watt verbraucht und im Betriebsmodus 9 Watt und im Energiesparmodus sind es sogar weniger als ein halbes Watt. Ja, Zusammenfassung, ein Umstieg auf den neuen MediaReceiver 201 macht dann Sinn, wenn Sie UAD und oder Netflix nutzen möchten oder einfach von der gesteigerten Performance des neuen Gerätes profitieren wollen. Beachten Sie, dass wenn Sie Live-TV an mehreren Zusatzreceivern gleichzeitig im Haus nutzen möchten, der Anschluss entsprechend groß dimensioniert ist, also schnell genug ist. Das gleiche gilt auch für UAD Live-TV. Hierbei ist ein Magenta zu Hause L-Tarif notwendig. Ob ein solcher verfügbar ist, können Sie gerne hier auf unserer Webseite prüfen oder Sie rufen unsere Hotline an. Dort beraten wir Sie gern, ob der Netzausbau gegeben ist und nehmen Ihren Auftrag auch gerne telefonisch entgegen.